So. Jetzt muss ich nur noch den Ausgang finden. War ja hier unten. So, drei Scherbenringe. Scherbenringe? Ringe? Drei Scherben haben wir schon. Wo geht's denn hier lang? Hier waren wir nicht. Da war hier doch. So, ob ich hier draußen wieder nochmal zaubern kann? Ha, meine Boss sind wieder da. Cool. Boah, drin? Nicht mit mir. Gott, das war jetzt nicht. War ja schon fast Overkill. So, wo geht's da lang? Zum Tempel. Dann gehen wir doch zum Tempel. Wäre auch sicher angegriffen oder so, ne? Mal zur Abwechslung. Ja, hab ich gewusst, ein Kleriker sogar. Ich glaube, ich probiere mal einfach nur just for fun das aus. Irgendwann mal. Geht nur um mich herum, okay. Ja, der Typ. Und den Lotzen dotze ich einfach mal auf. Ja, der Zauber ist schön. Zauber funktionieren wieder. Okay, steht jemand? Hallo. Ihr fühlt euch plötzlich belastet. Ach du Scheiße. Fuck. Was habe ich denn alles? Stärke verringert, Bewegungsrate gesenkt, Geschicklichkeit verringert, Konstitution verringert, Zauberpatzer, Angriffswert gesenkt. Alles gesenkt. Ihr fühlt euch plötzlich schwach und Übelkeit steigt in euch empor, während euch ein Fieber schüttelt. Der Priester mustert euch kalt und scheint die seltsame Krankheit abzuschätzen, die euch überwältigt hat. Ihr seid von Talona berührt worden, mein Kind. Ihr spürt zweifellos das Fieber, das in euren Irren tobt. Die Göttin der Krankheit und der Gifte hat euch die Hände aufgelegt. Was auch immer ihr mir getan habt, macht es sofort besser, sofort rückgängig. Ich bin nicht derjenige, der euch dieses Geschenk verliehen habt. Ich habe jedoch die Möglichkeiten, das von euch zu nehmen. Nein, es war Tanona, die euch gezeichnet hat. Ich bin Lumilizar, der Verrottende. Einst diente ich Edri Fenja, der geflügelten Dame. Jetzt neige ich meine Haupt vor der Herrin der Gifte. Wie ihr sehen könnt, habe ich den Tempel umgestaltet, damit er meiner neuen Patronin gerecht wird. Er hat also alles verwüstet, ja. Talona hat euch für eine Prüfung ausgewählt. Sie hat euch mit ihrer brennenden Essenz infiziert. Der einzige Weg, euch von der Krankheit zu befreien, besteht darin, euch als würdig zu erweisen. Weiß ich mich als würdig? Die Gesichtszüge des Priesters überzieht ein sadistisches Lächeln. Sadistisches Lächeln. Ihr müsst euch im Kampf als würdig erweisen. Wenn ihr stark genug seid, um die Schlacht zu überleben, während ihr infiziert seid, seid ihr würdig zu leben. Ich werde nicht zu eurer Belustigung kämpfen. Ihr habt keine Wahl. Wenn ihr nicht kämpft, wird euch die Krankheit zerstören. Doch ich kann euch euer Widerstreben spüren.
Und ich möchte, dass ihr euch den Kampf mit Leib und Seele widmet. Ich bitte euch also etwas Zusätzliches an. Wenn ihr überlebt, gebe ich euch diese magische Spiegelscherbe. Allein ist sie nicht viel wert. Findet ihr doch die anderen Teile, könnt ihr sie zu einem mächtigen Artefakt verbinden. Ja gut, machen wir es. Hinter mir ist die Arena. Zieht eine Kette der Ketten und ihr werdet in die Arena transportiert. Jede Kette beschwört einen anderen, die der Talon aus, gegen den ihr einen Kampf bestehen müsst. Oh. Wenn ihr im Kampf überlebt, habt ihr euch das Leben als würdig erwiesen. Dann könnt ihr zu mir zurückkommen, um eure Belohnung zu erhalten. Ich warte ja darauf, dass ihr die Herausforderung besteht. Na toll. Nur mal so halber. Ich habe ja einen ziemlich hohen Heilungswert. Ne. Ich bin nicht krank. Das habe ich schon abgespeichert, ne? Jetzt hätte ich gerade gut Lust, mir das Amulett einzusetzen. Der hätte mich hoffentlich vielleicht sogar bewahrt. Aber naja. Da fällt mir ein, ich habe den anderen Ring gar nicht an. Der wurde extra ausgezogen dafür. Gesagt hast du mir aber nicht. Na, das ist ja wieder. Ist ja super. Das heißt, ich kann mich nur langsam bewegen. Bernstein muss aber helfen. Nicht auf Dekin! Du Idiot. Zauber gescheitert? Was? Zauberpatzen, ja klar. Okay, kann ich mich zumindest noch bewegen. Also eine der Fähigkeiten. Ja, ich nehme mal die Mitte, ne? Dann sagt er die goldene Mitte. Was für ein Gewicht. Schreckensspinne. Achso, und ich kämpfe auch noch allein. Ja, dann. Das ist ja ganz toll. Zauberpatzer. Zauberpatzer. Ja, jetzt bin ich ja noch giftig. Es wird doch immer toller. Der Priester lächelt verschlagen als ihr euch nähert. Ich kann jetzt verstehen, warum euch Talona prüfen wollte. Ihr seid sehr stark. Selbst in den Fängen der Krankheit habt ihr die Phase der Prüfung überstanden. Doch eure Reise hat gerade erst begonnen. Ihr müsst die Arena erneut betreten. Bei jeder Phase der Prüfung wird die Krankheit eurem Körper stärker toben. Das war aber nicht Teil der Abmachung. Der Priester zockt mit den Achseln. Haben wir die Wahl, welche Krankheit uns heimsuchen? Haben wir etwa die Wahl, durch wie viele Phasen eine Krankheit gehen muss, bevor wir uns aus ihrem tödlichen Giftgriff widerstehen können? Vorsichtig, Boss. Der Typ spielt nicht fair. Das könnte eine Falle sein, aber es bleibt euch wohl kaum eine andere Wahl, Lord. Ihr habt bisher die Anfangsphase von Talonas Fieber verspürt. Um euch zu beweisen, müsst ihr die tobende Wut der fortschreitenden Krankheit auskosten. Ihr habt keine Wahl. Ihr müsst mit der Herausforderung weitermachen. Das heißt, ich habe jetzt noch weniger Stärke. Ah, toll, das wird ja mal besser. Ah, ja klar. Bin bereit. Das sadistische Glitzern tritt in den Augen des Priesters. Denkt daran, die Krankheit in eurem Wehen tobt, wird schlimmer und schlimmer werden. Zieht dann einen der Ketten, wenn ihr bereit seid. Das wird ja wieder super toll. Dann mache ich lieber das, dann kann mich jetzt das Giftige zum Beispiel nicht angreifen. Nehme ich mal links diesmal. Ein Ghoul. Stirb.
Verdammt. Stirb nicht. Stirb lieber dadurch. Warum bin ich krank? Aber der zieht immer meine Sachen raus, das finde ich unfair. Und wie will ich das Ding dann haben? Phase überstanden, zweite Phase, Herausforderung bestanden. Doch bevor ihr euch aus dem Griff der Dame der Gifte befreien könnt, liegt noch ein weiter Weg vor euch. Seid ihr bereit für die nächste Phase der Prüfung? Wie viele Phasen gibt es? Der Priester überlegt lange, bevor er antwortet. Es hängt von der Stärke der geprüften Individuums ab. Ihr müsst bis ans eure Grenzen geführt werden, bevor ihr euch beweisen könnt. Oh Gott. Seid sehr mächtig. Für euch gibt es viele Phasen. Vielleicht fünf, obwohl ich mir nicht sicher sein kann. Natürlich habt ihr ohnehin keine Wahl, wenn ihr frei von den Krankheiten sein wollt. Das ist ja wirklich alles. Ja, Arena. Rasten kann ich, ne? Denn wenn ich schon Zauberpasse habe, dann will ich zumindest die Möglichkeit haben, häufig den Zauber zu zaubern. Zwei Buffs müsste ich bekommen können. Ein erkrankter Troll. Na toll. Zauber mal Säurespritze auf ihn. Wobei, ich habe ja Feuerzauber. Gut, hat gewirkt. Zauberpatzer greift aber nicht oft. Ich habe echt viel Glück. So, bam. Viel kann er jetzt nicht mehr haben. Oh, er tut er weh. Oh, er tut sehr weh. Er tut arschweh. Er bringt einen um. Gut, dann mache ich das anders mit dem Troll. Dann kriegt er jetzt, was ist das? Sonnenfeuers Feuerschaden oder heilig? Keine Ahnung. Probieren wir es mal. Es tut weh. Kein Risiko eingehen. Ich muss zugeben, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass ihr es soweit schaffen würdet. Das Fieber, das euch angefangen hat, ist stark genug, um die meisten Leute zu töten. Dennoch habt ihr sowohl das Fieber als auch die Kämpfe überlebt. Ich bin interessiert zu erfahren, wie viel ihr noch aushalten könnt. Alter.
Das ist alles nur ein Spiel, oder? Ich kann nicht wirklich gewinnen, oder? Der Priester lacht. Wollt ihr damit sagen, dass ihr mir nicht vertraut? Denkt ihr, ich lüge? Vergifte ich euch langsam, aber sicher, damit ihr schwächer und schwächer werdet, bis ihr sterbt? Ist das alles nur ein Trick? Der Priester lacht erneut. Eure Zweifel erfreuen mich. Sie zeigen, dass Talonas Fieber euren Verstand angreift. Doch ich verspreche euch eines. Die Herausforderung ist fair. Man kann sie bestehen, allerdings ist es sehr schwer. Himmel, Boss, die kann nicht wissen, ob wir den Kerl trauen sollen. Er hat einen komischen Geruch. Den hau ich gleich um. Ihr seid von der Krankheit geschwächt, Lord, und der Priester ist vermutlich die einzige Person, die euch heilen kann. Ich denke, ihr müsst die Herausforderung vollenden. Ich kann natürlich nicht beweisen, dass ich die Wahrheit spreche, aber während der nächsten Phase werden die Zweifel und Verdächtigungen an eurem Verstand nagen. Oh, doch auch diesmal habt ihr keine andere Wahl. Jetzt senkt er meinen Charisma-Wert. Alter. Jetzt beginnt er wirklich an meinen Verstand zu nagen. Also, das schwächt nämlich jetzt auch meine Zauber. Ich bin bereit. Was habe ich denn für eine Wahl? Na, ich speichere mal ab. Aber nochmal hau ich. Das nächste Mal hau ich ihn platt, also dann habe ich wirklich genug. Noch ein Ghoul. Super, jetzt habe ich noch weniger Zauber. Ach, Kinder. Was bleibt mir noch übrig? Na, Feuerball mach ich mal. Zauberpatzer. 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 Das kann doch nicht wahr sein. Oh, ich muss ihn wirklich so kaputt hauen. Dann würde ich aber fast sagen, weil ich... Ich habe noch die Steinhaut. Rinnhaut würde ich ihn also nicht zaubern oder schlucken. Aber ich mache ihn segnen. Der bufft mich und debufft ihn. Treff ihn doch, ey. Das habe ich ja schon. Wir wissen zwar, wann er hilft. Da fahren wir ihn. Es folgt nur noch eine Phase. Ich wundere mich jedoch, ob ihr sie überleben werdet. Euer Gesicht ist kreidebleich und euer Atem riecht süßlich nach Tod und Verwesung. Ihr seid weitergekommen als die meisten, doch Talonas Fieber hat eure Stärke und Macht zerstört. Ihr seid nur noch die Hülle. Oder eine Hülle. Ich glaube nicht, dass ihr die letzte uns von mir überleben könnt. Stärke von 3, ey, das ist doch nicht wahr. Charisma 0. Wenn ich herausfinde, dass ihr mich betrogen habt. Ich werde euch nicht betrügen, aber ihr könnt euch wohl nicht sicher sein, was? Das Fieber ist in eurem Gehirn und eure Gedanken verwirren sich. Die Herausforderung kostet mich euch eure Stärke und Entschlossenheit. Ihr verfallt in Zweifel und der Verzweiflung. Viele denken, dass Talona nur auf den Körper wirken kann, doch habt ihr jetzt begriffen, dass sie auch Geist und Seele angreift. Jetzt versteht ihr ihre wahre Macht. Doch wird euch das helfen, die letzte Phase zu überstehen? Wir probieren es mal. Das sind ja tolle Werte. 3, minus 4, minus 3, minus 4, 0,
Intelligent bin ich noch. Also die kann man mir noch im Moment nicht nehmen, aber meine Weisheit ist jetzt im Keller. Ich werde mein Haus mit euren Überresten dekorieren. Ihr wurde vereint. Los, stirb. Gift und Krankheit töten jene, die nicht würdig sind. Sie rotten die Schwachen aus und lassen die Starken zurück. Indem ihr Talonas Prüfung bestanden habt, habt ihr euch würdig erwiesen zu leben. Der Priester verbeugt sich respektvoll. Ihr habt euch die Belohnung verdient, die ich euch versprochen habe. Die Spiegelscherbe und ein Heilmittel für die Krankheit. Dieses Artefakt kann den Geist von Talonas Fieber reinigen. Doch ich hoffe, ihr habt aus dieser Erfahrung auch etwas gelernt. Krankheit und Gifte machen uns schwach, enthüllen aber auch Stärke. Nur jene, die würdig sind, überleben. Und jene, die unwürdig sind, werden niedergemäht. Ja, tschüss. Lebt wohl und vergesst die Lektion, die ihr über Talona und ihre Macht gelernt habt. Niemals.